Nein, lassen Sie mich. Ich habe einen Termin bei Dr. Marquardt. Das ist mein Therapeut. Und ich gehe nicht weg. Wie oft muss ich? Danke, Kollege, wir übernehmen das. Nein, ich... Guten Abend. Mein Name ist Fuchs. Das ist mein Kollege Ritter von der Kripo. Ja. Sie sind Frau König? Ja, ja. Bitte, ich kann nicht weg. Ich habe einen Termin bei Dr. Marquardt. Das ist mein Therapeut. Frau König, ganz ruhig. Was genau ist denn passiert? Ich dachte, er lebt noch. Ich wollte erste Hilfe leisten. Wenn ihr hier fertig seid, das zuallererst auf Fingerabdrücke untersuchen, ja? Da sind meine Fingerabdrücke drauf. Den hatte ich in der Hand, als die Polizei reinkam. Ich wollte erste Hilfe leisten. Und da habe ich die Klinge rausgezogen. Aber ich... Ganz ruhig, Frau König. Aber ich... Wir wissen, Sie haben einen Termin, aber Sie haben einen Schock, okay? Am besten bringt der Kollege Sie jetzt erstmal nach draußen. Wir reden später nochmal. Bringst du mal ein Glas Wasser oder so, ja? Die Totenstarre ist noch nicht ausgeprägt. Ich würde sagen, Todeszeitpunkt irgendwann heute Nachmittag. Gestorben ist er durch einen Stich in die Luftröhre. Aber genaueres kann natürlich nur Sarah sagen. Die ist schon unterwegs. Angehörige scheint er keine zu haben, sagt jedenfalls seine Kollegin, die mit ihm hier die Praxis leitet. Könnt ihr die ganzen Spuren hier mit denen von Frau König abgleichen? Ja, machen. Danke. Seid ihr soweit fertig? Ja. Gut. Schauen wir mal, was sein Terminkalender sagt. Das ist mein Kollege Ritter, ebenfalls vom KF. Guten Abend. Hallo. Ja, ich hatte ja schon mit einigen Kollegen von Ihnen zu tun. Ja, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin immer noch völlig fassungslos, was mit Frank, mit Dr. Marquardt passiert ist. Furchtbar. Haben Sie irgendeine Idee, was der Hintergrund der Tat gewesen sein könnte oder wer Ihrem Kollegen das angetan hat? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Alle mochten ihn, ich mochte ihn. Wir haben das Therapiezentrum gemeinsam betrieben. Wann haben Sie Dr. Marquardt denn zum letzten Mal gesehen? Kurz vor 17 Uhr, als ich Feierabend machen wollte. Dr. Marquardt hatte immer noch eine Sitzung danach. Das war die letzte Sitzung des Tages um 17 Uhr. Ja, das stimmt. Hier steht ein Termin 17 Uhr, Sven Föhring. Es gibt allerdings auch noch einen Termin danach mit Frau König. Entschuldigung, kannst du uns mal eben Frau König bringen? Danke. Danke, Dirk. Frau König? Ja? Sie hatten heute um 18 Uhr einen Termin, richtig? Ja, das stimmt. Üblicherweise macht Dr. Marquardt um 18 Uhr immer Feierabend. Ja, ja, das war eine Ausnahme. Das war speziell für mich. Wir waren sehr eng miteinander. Ich war so 10 vor 6 hier und dann ja, bin ich rein und... Was wird denn jetzt aus mir? Was soll ich ohne meinen Therapeuten machen? Frau König, beruhigen Sie sich. Ich übernehme vorerst die Patienten und die Termine meines Kollegen. Sie auch. Danke. Sehr gern. Der Kollege nimmt jetzt noch Ihre Aussage zu Protokoll. Und falls wir noch Fragen haben sollten, melden wir uns bei Ihnen, ja? Okay. Schönen Abend noch. Danke. Bei manchen Terminen von Sven Föhring steht der Name Stefan dabei. Sagt Ihnen das irgendwas? Stefan sagt mir überhaupt nichts, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, dann sollten wir mal mit Herrn Föhring reden. Herr Föhring, Sie sind heute hier als Zeuge vorgeladen und ich denke, Sie wissen, worum es geht. Ja, Dr. Marquardt ist tot. Und laut seinem Terminkalender hatten Sie gestern ab 17 Uhr eine Sitzung bei ihm. Hm. Sie müssen die Frage natürlich nicht beantworten, aber warum waren Sie bei ihm in Therapie? Ich bin so seit 2 Monaten. Da hat meine Freundin Schluss gemacht. Ganz plötzlich. Und das war einfach ein bisschen viel für mich. Ist Ihnen vielleicht während der Sitzung oder davor oder danach irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Verdächtige Personen oder vielleicht auch nur andere Patienten? Nee, da war niemand. Auch nicht Frau König hier, diese Frau. Gucken Sie mal. Nee, die war auch nicht da.
Sie hatte aber nach Ihnen noch einen Termin. Dr. Marquardt hat gesagt, er hätte frei, nachdem ich fertig war. Okay, und Sie sind dann ungefähr gegen 17.45 Uhr da raus. Und dann? Dann bin ich nach Hause gefahren. Hab mich hingelegt. Die Therapie ist ziemlich anstrengend für mich, wissen Sie? Herr Föhring, wir brauchen auch Ihre Fingerabdrücke zu Vergleichszwecken, um Sie als Tatverdächtigen auszuschließen. Dann werden Sie mich wohl kaum als Tatverdächtigen ausschließen können, hm? Ich meine, meine Fingerabdrücke sind ja da überall. Sogar auf dem Brieföffner da. Warum sollten Ihre Fingerabdrücke an dem Brieföffner sein? Wissen Sie, ich brauche bei der Therapie immer irgendwas in den Händen. Zur Stressreduzierung. Eine Frage noch. Wer ist Stefan? Dieser Name steht öfters hinter Ihren Terminen, rot markiert. Dr. Marquardt hat nie was von dem Stefan gesagt. Sind wir dann fertig? Nee, noch nicht. Die Sache mit dem Stefan, die nehmen wir eh nicht ab. Ich kenne aber keinen Stefan. Wirklich nicht. Und ich würde jetzt wirklich lieber gehen. Ich bin nämlich noch ziemlich fertig. Und meine Mutter wartet auch. Herr Föhring, ich denke, es ist besser, Sie nicht mehr als Zeugen, sondern als Beschuldigten zu führen. Okay. Kann ich dann gehen? Ja, kommen Sie. Wir nehmen noch Ihre Fingerabdrücke und dann können Sie erst mal gehen. Die Kollegen meinten, Herr Föhring hat wohl echt noch ein paar tiefer liegende Probleme. Und trotzdem haben wir ihn laufen lassen. Ja. Der Herr Frichter meint, es besteht keine Fluchtgefahr. Er wohnt noch zu Hause bei seiner Mutter, ist nicht vorbestraft. Und er hat anscheinend auch kein Motiv. Trotzdem haben wir seine Spuren am Tatort und an der Tatwaffe gefunden. Das stimmt. Aber auf diesem Brieföffner sind jede Menge Spuren. Unter anderem auch von Helena König, von der Patientin, die ihn gefunden hat. Können wir die als Täterin eigentlich ausschließen? Wir haben zumindest kein Motiv bei ihr gefunden. Aber dieser Brieföffner scheint ja sehr beliebt gewesen zu sein. Ja. Die Ex-Freundin von Herrn Föhring konnte uns übrigens auch nicht weiterhelfen. Die Beziehung war einfach zu kurz, wenn man das überhaupt Beziehung nennen kann. Was ist? Da beobachtet uns jemand. Kennst du den? Nee, dem sollten wir mal sprechen. Abgehauen. Micha ruft an. Jo, Micha, was gibt's? Pass auf, die IT hat herausgefunden, dass der 18-Uhr-Termin von Frau König erst nach dem Tod von Dr. Marquardt in den Kalender eingetragen wurde. Vielleicht unser fehlendes Motiv. Mit Frau König sollten wir auf jeden Fall noch mal sprechen. Sie ist wohl gerade bei der Selbsthilfegruppe für anonyme Sexsüchtige. Vielleicht haben sie auch noch ein paar gute Tipps für euch da. Deine Witze waren auch schon mal besser. Bis später, ciao. Entschuldigung, wir müssten kurz stören. Ja, die Sitzung ist eh bald rum. Also Sie können gerne in meinem Büro warten. Das ist einmal links und noch mal links um die Ecke. Das machen wir. Aber wir würden gerne Frau König mitnehmen. Sofort. Wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Was, warum das denn? Helena, würden Sie bitte mitgehen, damit wir hier weitermachen können? Die Kommissare beißen schon nicht. Na gut. Ich komme mit, aber nur im vertraulichen Vier-Augen-Gespräch mit Kommissar Ritter. Gut. Ich denke, das geht in Ordnung. Wunderbar. Kommen Sie. Frau König, es gibt Unstimmigkeiten in Ihrer Aussage. Sie bleiben aber dabei, dass Sie gestern um 18 Uhr einen Termin bei Dr. Marquardt gehabt haben, ja? Ja, deshalb war ich ja da. Ist aber merkwürdig. Der Termin wurde nachweislich nämlich erst nach seinem Tod eingetragen. Außerdem hat Herr Marquardt nachweislich versucht, Sie mehrfach an Kollegen weiterzuvermitteln. Stimmt das? Ja, das stimmt. Aber zum Glück wollte kein anderer mich als Patientin haben. Warum zum Glück? Wissen Sie, Kommissar Ritter, ich habe mich nur schwer unter Kontrolle. Ich wollte was von Dr. Marquardt. Mehrfach versucht, ihn zu verführen. Da bin ich wohl ein bisschen zu weit gegangen. Dr. Marquardt hat jeden Annäherungsversuch von mir geblockt.
Und gestern wollte ich ihm eine letzte Chance geben. Da war er leider schon tot. Lag da auf diesem großen, harten Tisch. Haben Sie im Zusammenhang mit Dr. Marquardt den Namen Stefan schon mal gehört? Habe ich schon öfter mal im Terminkalender von Dr. Marquardt gesehen, ja. Warum haben Sie denn öfters in seinem Terminkalender rumgeschaut? Ich musste ja gucken, ob er noch andere Frauentermine hat. Aber er wollte nicht drüber sprechen. Das muss irgendein Bekannter sein von diesem Sven Föhring oder wie der heißt.